ob bei der Deutschen Bahn schon mit Quantencomputern gearbeitet oder zumindest experimentiert wird, das weiß ich nicht genau, aber das werden wir vielleicht gleich klären. Denn man muss sagen, die Bahn ist generell, was Innovation, neue Ideen angeht, vorne mit dabei. Und dass das so ist, das ist unter anderem auch das Verdienst von Professor Dr. Sabina Jeschke. Sie ist auch Hightech-Forums Mitglied und uns jetzt zugeschaltet. Sabina, herzlich willkommen bei uns hier auf der Konferenz. Schön, dass du dabei bist. Du bist Vorstand Digitalisierung und Technik bei der Deutschen Bahn AG, hattest Lehrstühle in Stuttgart und Aachen und Schwerpunkte liegen so in den Bereichen künstliche Intelligenz, Internet of Things, Robotik, Automatisierungstechnik, Mensch-Maschine-Interaktion, jede Menge Dinge mit Zukunftspotenzial. Deshalb direkt die Frage, wie kann Deutschland denn seine Potenziale, zum Beispiel auch das Quantencomputing, richtig nutzen? Mirko, ich bin froh, heute dabei zu sein, ein überzeugtes Mitglied des Hightech-Forums seit über 2 Jahren. Und um deine Frage direkt zu beantworten, na klar, hat die Deutsche Bahn sich bereits mit Quantum Computing befasst. Wir haben in unserer Digital- und Technikstrategie in 2019 bereits Anwendungen und Einsatz von Quantentechnologie hineingeschrieben. Lass mich kurz einen Blick nach hinten, aber vor allem einen nach vorn werfen. Wir haben es auch bei den Beiträgen der Kollegen in den vergangenen Runden jetzt die letzte Stunde intensiv gehört. Wir haben uns ja in Deutschland viel gegrämt in den letzten Jahren, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir in Zukunftstechnologien nicht führend sind, obwohl wir eigentlich die Kompetenzen haben, dass wir eher zu Anwendern und Benutzern werden, aber dass wir nicht diese Zukunftstechnologien selbst gestalten. Und ich glaube, wir haben in den letzten 2, 3 Jahren, und da hat dieses Hightech-Forum auch einen großen Beitrag geleistet, wieder einen Change geschafft, eine Mindset-Veränderung geschafft, nämlich den wirklichen Willen, wieder vorne mit dabei sein zu wollen in neuen Technologien, das Risiko auf uns zu nehmen, vorne in neuen Technologien zu investieren und auch dieses Konzept einer deutschen oder einer europäischen Souveränität, Technologiesouveränität aktiv betreiben zu wollen. Beispiele sind eben genau Quantum Computing, in das wir heute investieren, obwohl wir alle genau wissen, dass Quantenrechner mutmaßlich 2025 fortfolgende erst im großen Umfang zur Verfügung stehen werden. Oder guckt die ganzen Gruppen an, die sich jetzt um 6G kümmern, obwohl wir ja gerade erst mal 5G ausrollen. 6G wird 2028 kommen oder etwas später. Aber wir müssen ja genau fragen, was kann 5G? Was wollen wir aber eigentlich? Was ist die Differenz? Und was müssen wir dann dementsprechend in das 6G-Protokoll reinkriegen? Und ich könnte diese Liste lange fortführen. Power to Gas beispielsweise oder Genomanalyse für individualisierte Medizin. Aber lass mich die Liste eben nicht lange fortführen. Ich würde gern 3 konkrete Punkte ansprechen, die wir teilweise schon angesprochen haben, teilweise auch noch nicht und die ich für kritisch halte oder sagen wir mal Game Changer. Das erste ist, wir haben eine sehr gute Förderkulisse. Da sind wir gut aufgestellt. Aber wir tendieren dazu, die Fördergelder immer wieder in dieselben bestehenden Strukturen zu geben, in gute Forschungsgruppen an den Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das ist alles richtig. Wir brauchen aber offene Innovationsökosysteme, die interdisziplinär gestaltet sind, die alle Fachgruppen involvieren und die auch die gesamte Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen sehr, sehr früh in die technologische Entwicklung hinein involviert. Das ist Punkt 1, also Innovationsökosysteme als Ergänzung zu Forschungsprojekten. Mein 2. Punkt ist, wir müssen unsere Seed-Fund-Konzepte, unsere öffentlichen Seed-Fund-Konzepte nochmal überdenken. Die Gründungsstipendien, die wir anbieten, sind hervorragend für eine Gruppe von 3, 4 Studenten nach dem Abschluss, um beispielsweise sich mit einem App-Startup selbstständig zu machen. Aber wir brauchen ein öffentliches Funding-Instrument eine Nummer größer. Ich könnte ein Team von 10, 15 Leuten nehmen für 3, 4 Jahre und mit denen würde ich ganz, ganz andere Impacts erreichen im Bereich beispielsweise Quantum Computing und anderen, wenn ich eben mit einem solchen professionellen Team starte, das schon 10, 15 Jahre berufliche Erfahrung hat. Dann sind wir aber in der Finanzierung eben wirklich eine Größenordnung größer. Und mein letzter Punkt, wir müssen konsequent das Thema Green Tech in den Mittelpunkt unseres Innovationsdenkens, unserer Innovationslandkarte stecken. Das Thema Klimawandel, Ökologie wird das zentrale Thema in den nächsten Jahrzehnten sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Technologie diesen Klimawandel abwenden können. Ich bin sogar der Meinung, dass wir eventuell entstandene Schäden in Teilen rückgängig machen können, wenn wir schnell und beherzt reagieren. Das heißt tatsächlich erstens das Thema Green Tech in den Mittelpunkt stellen und das heißt zweitens
sehr, sehr offen, sehr undogmatisch und sehr, sehr technologieoffen die verschiedenen Optionen prüfen, insbesondere ihre Verfügbarkeit auf der Zeitachse. Da gilt so ein bisschen der alte Voltaire-Spruch, dass manchmal das Bessere der Feind des Guten ist. Herzlichen Dank, Mirko. Ja, danke dir, Sabina, für den Input. Und ich kann dir schöne Grüße ausrichten von Patrick. Er hat uns im Chat geschrieben, schön, meine alte Informatikprofessorin wiederzusehen. Also da gehen die Grüße raus zu dir. Und ich gebe jetzt direkt wieder rüber zu Monika.